Toastzeit, ich meine Mahlzeit, im Sog der Gravitation ist unser nächstes Level. Durchsuche das Alien-Raumschiff nach Münzen und kaufe eine Flasche für Limonade. Okay, wir brauchen wieder Limonade. Ist der Klasse. Und ja, in den letzten Part haben wir ein Level gestartet, ist aber nicht zu Ende gemacht. Weil ich hab's einfach da, so ausgelassen, weil wir es nicht brauchen, weil das einfach Wiederholung war. Ja, so wie das hier eigentlich. Ja. Ich werde das Level später nochmal durchzeigen, weil ich hier alle Karten einsammeln muss. Kommt noch eins? Komm her. Kommt noch eins? Okay, das war's. Ja, ich brauche jetzt nicht mehr. Ich gehe einfach mal zum Pfeil. Ja, guck mal, ist genau das gleiche, ne? Genau das gleiche. Zit, faule Entwickler. Ja, wo kann ich denn das hinschießen? Dahin. Ich finde die Nuss einfach so hammer. Ja, und hier geht es ja doch schneller um. Was für ein Zufall. Und ja, es kommt ja bald ein neuer Disney-Film raus. Warum bald? Nächstes Jahr im Sommer. Ein sehr gutes. Ach du Kacke. Und zwar Monster Uni. Danach war also eigentlich die Vorgeschichte von Monster AG. Ja, ich finde Monster AG schon genial. So richtig genial und knackig. Ja, wo kommt der denn hin? Monster AG ist, kennt ihr dieses Ding mit diesen Monstern da? Ganz schön frisch. Ganz schön, ja. Hässliche Monster. What the fuck? Geh doch mal weg. Weg da. Ist er tot? Ah, geht doch. Ja, ja, jetzt müssen wir die Dinger da kaputt bauen. Und ja. Oh! Verdammt. Muss schnell machen. Ah, okay, das geht automatisch hoch. Und ja, meine Hände riechen richtig nach Kondom. Weil ich hatte gerade Spaß mit Kondom. Also jetzt nicht den Spaß, den ihr mal jetzt denkt, sondern nur Spaß halt mit ich habe das Kondom oder die Kondome, keine Ahnung, wie ihr es nennen wollt, gefüllt mit Sachen, mit einer Banane, mit Puderzucker, und das sah richtig hammer aus. Wenn ihr es macht, das mal nach, wenn ihr, ich steck meine ganze Banane rein, also mit Schale und so alles. Ach, verdammt. Jetzt bin ich tot. Oha. Ich stecke jetzt mal ein Kondom rein und blast das mal auf. Da passt alles rein. Da passt sogar deine ganze Hand rein. Also ich habe da meine Unterhose reingesteckt, aufgeblasen. Habe ich da, was weiß ich, noch sehr vieles reingetan. Was habe ich denn noch reingetan? Eiscreme. Wassereis. Dann ist das geschmolzen, weil das farbiges Wasser. Ah, das ist keine Aufgabe für mich, das ist Babykram. Hui. Oh, ich brauche mal wieder Karten. Ich hoffe, ich übersehe keine. Ich habe keinen Bock, dieses Level nochmal neu zu machen. Der Laser kannst du hier wohl sonst wohin stecken. Ja. Oh, da kommt er raus. Ich muss aufpassen. Oh, ich bin Spider-Man. Ich bin Chillewig Poke. Ich mache die auf russische Art fertig. Hier die Bischers, Unterhose, was heißt mal Unterhose? Tulsi. Was heißt denn Mund? Was heißt nochmal? Was heißt nochmal Mund? Rot. Ist nur hier. Ja, die Bischof Trussi. Was heißt nochmal? In deine Fresse. Och Mann, jetzt kommt das. Och, da kommen jetzt zwei auf einmal. Ach, geh doch scheißen, ich hatte doch neun Dinger. Komm her, komm her, komm her, komm her. Ja, deine Mutter. Kannst du dir sonst wohin ficken. Hier die beste Trussi, 2 Rot. Sagt
Ich hasse Russisch. Also die Sprache Russisch ist viel zu kompliziert. Die Aussprache. Zum Beispiel sagen. Sagen heißt auf Russisch Rasgvariwari. Oder? Das sind einfach so Zungenbrecher. Ja, die Bischers. Die Bischers Pukdu. Solche, das heißt, ich furze dich gleich an. Oder ich furze gleich. Keine Ahnung. Irgendwie so ein Dreck. Ach, geht doch scheißen. Der kommt von hinten, dieser Wichser. Wirklich von hinten. Irgendwie bloß damit. Kommt der raus? Noch einer. Ach du Kacke, ach du Kacke, ach du. Ach man, geht auch scheiße. Ich hasse diese Dinger. Die sind das unnötigste, die unnötigsten Gegner, die es gibt. Noch drei. So, es geht auch so. Nicht einfach. Was gibt es denn noch für über das Spiel zu sagen? Das Spiel ist ein, ich glaube, ja, ich meinte, der Film ist so ein Film halt ohne Nachfolge geeignet. Ja, so halt wie so ein großer Krabbeln. Einfach so eine einmalige Story, wenn man die wiederholt, ist sie dreckig. Wobei das große Krabbeln ist eigentlich eine gute Story. Da könnte man noch mal erweitern. Zum Beispiel, da kommt diese Krabbe da oder was das ist. Die Heuschrecke kommt da wieder und rächt sich. Nee, die wurde doch gefressen. Ach, was springe ich daneben? Ich eigentlich voll spielen. Die rächt sich an diesen, an der Ameise. Und ja, die ist so aufgefressen. Warum wiederhole ich mich eigentlich? Ja, da kommt ein neuer Gegner, die Spinne. Nee, scheiße, der hat ja eine Spinne als Freund. Oder die Vögel, genau. Kampf gegen die Vögel. Weil da wurden die Vögel einfach als gehirnloses Monster abgestuft. Und halt so die Vögel als so normale schlaue Gegner, wie die Heuschrecken zu sehen, wird auch mal klasse. Da kann man nicht durchraschen. Ja gut, was kommt jetzt? Das ist immer das Gleiche. Ich hasse Level, die sich also halt ähneln. Das ist halt so ein Spiel wie SpongeBob ist was Besseres auf jeden Fall. Ich habe auch heute erst gecheckt, was The Flying Dutchman heißt. Dutchman heißt, geh doch scheißen. Dutch heißt Holländer. Das wusste ich nicht. Ich dachte Deutsch wäre irgendwie Dänisch oder das ist nicht Deutsch. Auf eine ganz beschwinderte Frage. Ach, geht auch scheißen. Aber Flying heißt fliegender. Oh, das war knapp. Fliegender. Ja, das weiß ich, ja klar. Aber Dutchman heißt Holländer. Das wusste ich nicht. Das ist Weltklasse, dass ich es weiß. Und Trampolin. Oh nee, jetzt kommt so ein Dreck. Och Alter, dreh dich doch nicht. Die scheiß Kamera, die dreht sich. Die hasst mich. Das Feind der Gamer sind Kameras. Am Boden zerstört? Kann sein, aber nicht besiegt. Ja, Kameras sind die bescheuertsten Dinge, die es überhaupt gibt. Kameras und so können mich am Arsch. Fensterputzer am Arsch. Oh, was ist das für. Weh, ich muss ganz verfahren. Geht doch scheißen. Ich hasse so welche Dinger. Und dass ich jetzt noch keine Karte habe, ist wohl ein Zeichen, dass das zwei Bedeutungen. Entweder ist das Level lang. Oder ich muss das Level nochmal später von neu spielen. Weil ich alle Karten einsammeln muss. Das ist natürlich nicht schick. Ich hasse das, so Sammeldinger. Wo man nachher das Level nochmal wiederholen muss. Aber sowas wie Mario geht. Ja, muss man sowieso das Level wiederholen. Guck mal, jetzt geht die Steuerung eigentlich. Ah, ich habe mein Knie verletzt. So, perfekt. Jetzt kann ich da rein. Donner, die Musik ist voll techno. Ja, ey, manchmal noch gesprungen.
Das geht eigentlich einfach. Du springst einfach 10 Meter da vorne, dann ist er schon drüber. Okay. Perfekt. Checkpoints. Und nochmal. Ding. Ding. Ja. Ding. Ding. Ey, was ist das? Strom? Kein Plan. Einfach drüber. Ich finde ja allgemein so Spieler mit, also so Spiele mit, wo der Typ doppelt springen kann, am besten. Ja, mit Doppelsprung finde ich mich am besten, am wohlsten. Denn so Spiele wie New Super Mario Bros. Gibt's ja keinen Doppelsprung, da musst du erstmal so, ach ficken! Musst du erstmal so eine Combo machen und das ist scheiße. Ja, ist ganz schnell. Boom. Boom. Und boom, auch nicht schon wieder so. Und könnt ihr nicht mal was anderes machen, außer diesen Dreck hier? Ja, wie soll man da denn rüber? Wollen mich verarschen? Ja, wie soll denn das gehen? Ja, wie soll denn das gehen? Achso. Ja, toll. Oh, dass er sich nicht festhalten kann. Was ist da für ein Dreck? Mann, ich muss warten. Oh, ich hasse das. Nur das Spiel muss verkauft werden. Ja. Und ja, wer eigentlich Sachen von mir kaufen, also Spiele von mir. Ich will ja eigentlich alles verkaufen. Wer was kaufen will, kann gerne Bescheid sagen. Also wenn ihr mal ein tolles Spiel seht, was ich Let's Playe, und ich das nicht fertig Let's Playt habe, bin ich eigentlich bereit, das zu verkaufen. Egal an wen. Meine Mutter checkt es nicht. Das, die verbietet mir eigentlich, dass ich so viele Videospiele kaufe. Gut, gut. Aber die verbietet mir auch, Spiele zu verkaufen. Was ist das? Was ist das? Check ich nicht. Die sagt...